Ding, ding, ding. Dieses Video ist für Zuschauer. Was brauche ich? Ja, ich weiß, dass es ein Wasserhahn ist. Ich weiß es. Das kann so nicht benutzt werden. Vielleicht muss ich dann nochmal runter zum Wasserhahn? Oder sollte ich erstmal dann doch auf seine Aufgaben? Aber es ging ja noch nicht. Ich konnte ja noch nichts draufschreiben. So, jetzt guckt er nochmal ins Spülbecken. Ja, da geht nichts. Ein Wasserhahn. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Müssen wir hier irgendwas reinstopfen? Was denn? Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ja, Faust aus. Ich weiß nicht, was das hier soll. Die Tüte vielleicht von Müll oder so. Ansonsten muss ich jetzt mal mein Zimmer aufräumen. So, keine Lust mehr hier. Keine Ahnung, was das Spiel. Ich will auch nicht die ganze Zeit hoch und runter laufen. Nur weil es kann so nicht benutzt werden. Wie soll es denn sonst benutzt werden? Ich weiß nicht, was ich will. Mach die Tür dazu. Lass mich da mal durch. Ach, die blöden Türen. So, mal wieder ein bisschen Gesicht hier, ein bisschen besser. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich wieder durch, ne? Sonst. Nicht, nein, rechts und dann einfach geradeaus. Da lang. So, einmal durchs Schlafzimmer durch. Das kann so nicht benutzt werden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich mein Zimmer auf. Soll ich die ganzen Bauklötze jetzt einfach mal, soll ich die zu Evil zusammenbauen oder was? Ja, leg's da rein. So, ist es jetzt da reingefallen? Ah, okay. Genau. Und dann können wir jetzt Hausarbeit. Alles klar, 10%. Ja, wir müssen jetzt nur die ganzen Dinger hier reinräumen. Das geht nicht. Total lieblos mal wieder. Geh mal ein Stückchen zurück. Das könnte man wahrscheinlich auch mit Telekinese machen, aber ich glaube, so ist es einfacher. Was liegt denn hier alles? Warte mal, das können wir ja erstmal alles einsammeln oder lasse ich das da einfach fallen? Ach ja, natürlich. Ich hätte das gern. Ja, Lampe! Ich hätte das gern mal alles eingesammelt. Und dann hätte ich das da alles reingeschmissen. So, schmeiß rein. Ja, ich weiß, ich bin gut. Dum, 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 dum. Oh, wieder rüber. Hausarbeit erledigt? Oh, cool. Benehmenstatus 50%. Ey, wir sind super, denke ich. Liegt aber noch was rum, aber egal. Kann ich jetzt auch wieder zumachen, Klappe? Nein. Ja. So, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das kann so nicht benutzt werden. Jetzt muss ich da. Mama, ich habe aufgeräumt! Mama! Mama! Mama, ich habe aufgeräumt! Hast du daran gedacht, die Beziehung zu schützen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Mama? Was soll denn das? Hey, habt ihr gehört, ja, Zähne zu putzen? Ich putz dir gleich mal die Zähne, ey. Zähne putzen. Ja, im oberen Bad? Oder wie viele WCs haben wir denn hier? Ja, da hinten ist auch noch mal eins. Wer ist eigentlich das hier? Ja, gut, dann gehen wir noch mal ins obere Badezimmer zurück. Und dann gehen wir ins untere Badezimmer. Ich weiß zwar nicht, wie gesagt, wie ich jetzt meine Zähne putzen soll, aber keine Ahnung. Muss ich wohl auch nicht so ganz genau wissen.
Oh, diese Blitze machen mich... Nee, ich sag gar nichts mehr. So, wie putze ich denn jetzt meine Zähne, Mama? Das kann ich doch auch wieder nur mit dem... Wie kann ich mir denn jetzt die Zähne putzen? Ah, da sind doch... Da. Neues Inventarobjekt. Und jetzt benutzt das mal mit Wasser. Sehr schön. Machst du gut. Hast du geputzt? Ja. Hada. 75%. Wir sind gut. Das kriege ich wenigstens auch hin. Können wir die wieder da hinstellen? Ach, lass mal lieber im Inventar. Und jetzt... Ein Wasserhahn. Ja. Da habe ich mir gedacht. Nee, nimm der weg. Und dann geh mal... Können wir mit Füller? Oh. So. Dies kann so nicht benutzt werden. Was brauche ich denn sonst, sag mal? Schrauben? Damit könnte ich was kaputt machen? Ja, das war mir klar. Kann auch nicht so benutzt werden. Ja, dann können wir jetzt erstmal, müssen wir jetzt erstmal wieder runtergehen. Jetzt müssen wir mal zum Ivor gehen. Ich weiß nicht genau, was dieses bekloppte Spiegel von mir will. Gehen wir da durch. Gehe ich gerade richtig? Keine Ahnung. Das ist gerade irgendwie falsch. Mama, warte noch mal ganz kurz auf mich. Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ivo regt mich auf. Hast du mit Papa schon drüber geredet? Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich machen. Ja, du, sag mir mal, was ich, wie ich Ivo und so für Müll rausbringe. Was ist denn jetzt hier los? Mama, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht mehr. Mama, ich weiß nicht, was hier los ist. Mama, es nervt mich alles. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du dich im Haushalt nützlich ja, machen. Ja, eigentlich will ich das Fahrrad gar nicht, ganz ehrlich. Ich will eigentlich nur wissen, was ich denn jetzt hier... Warte mal, hier hatte doch der Ivo auch... Gehen wir mal hier hin. Was, geh mal ein Stückchen zurück. Und geh mal näher ran hier, so. Hat der hier irgendwas? Eine Glühbirne. Pack mal ein. Die ist ja gewechselt. Mama. Mama, du weißt auch nicht, was du tun willst, ne? Jetzt mal ehrlich. Aber ich könnte auch mal gleich hinterherlaufen dir. Weil ich... Da könnte ja sein, dass da... das Kreuz hängt. Also, jetzt machen wir mal ganz kurz Stopp, weil die kleine Zenobia muss mal pipi. Und dann, ja, mache ich gleich mal weiter. So, ich bin wieder hier. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir wollten jetzt mal gucken, ob ich nochmal... Ich gehe jetzt nochmal zu Ivor runter. Ich muss sowieso den Müll rausbringen. Ja, das unsichtbare Kreuz. Lauf. So. Dass diese Türen immer wieder zufallen, nervt mich auch ein bisschen. Dieses Gewitter macht mich wahnsinnig. Wahnsinnig. So. Irgendwas. Irgendwie habe ich auch diesen falschen Trichter, glaube ich, mit dem Bad ständig. Vielleicht ist es ja auch gar nicht oben, das Bad. Keine Ahnung. Wiegst du hier immer noch... Oh Gott. So, jetzt guck doch nochmal bitte in das... Dinges. Ich muss den ja irgendwo anders hinbringen. Ich habe zwar gedacht, dass ich... Warte mal, wie mache ich das nochmal so? Kannst du da... Eintrag im Notizbuch Klavier reparieren? Okay. Oh, der geht schon hoch. Dann sollten wir mal schnell das Klavier verbumsen hier. Nein, geh noch nicht, Ich hab doch nicht, ich hab das doch noch nicht, nein.
Nein! Ja, auch noch Schnelligkeit hier. Oh, okay. Schrauben an Klavierbeinen und Pedalen werden gelöst. Steck das weg! Lusche, schick das weg. Der kommt gleich hier, der kommt gleich. Drücke Q. In Ordnung, ich sollte ihn irgendwie herlocken. Ja, der kommt doch schon, das haben wir doch eben schon gehört. Aber ich muss dann wahrscheinlich wieder den Schraubenschlüssel weglegen, weil... Oder er kommt wieder nicht, weil wir kennen es ja schon vom letzten Mal. Ah, da kommst du da. Ja, klar, der braucht natürlich länger. Oh, und er hängt fest. Und er... Oh mein Gott. Also ich glaube, Mama wird sich... Ach, komm doch jetzt her, bitte, 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 bitte. Oh, 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 nicht schon wieder. Aber Mama wird sich, glaube ich, freuen, wenn er erledigt ist. Ich sollte den Schraubenschlüssel schon mal zurücklegen. Ach, den Müll muss ich auch rausbringen. Ivo, jetzt geh da hin. Du sollst das Klavier reparieren. Hallo. Oh Gott, du bist so... Ein Vollhörni. Habe ich dir vielleicht den Schraubenschlüssel weggenommen? Willst du den wieder haben? Soll ich den hier mal vielleicht wieder hinlegen? Kann ich den hier wieder zurücklegen? Ja, das steht da. Ja. Ich schätze, da stimmt etwas nicht. Ich gebe es auf. Genau, mach das mal. Mach das bitte. Sister? Und ich folge dir ganz unauffällig, dass du jetzt das auch machen kannst hier. Oh Gott, die sind alle so lahm hier. Und wenn sie besoffen sind, sind sie noch lärmer. Wahnsinnig. Oh, Junge, Junge. Soll ich die Tür vorher öffnen oder schaffst du das alleine, sag mal? Meinst du? Komm, ich folge dir mal lieber unauffällig. Soll ich dir schon mal die Tür öffnen? Ich will dir nicht im Weg stehen. Nicht, dass du wegen mir jetzt hier wieder zurückkehrst. Komm, geh da durch. Oh ja, ich stehe dir im Weg, ne? So, jetzt geht er hin. Ich mache auch die Tür gleich wieder zu, dann kommst du nämlich nicht mehr raus hier. So. Ich warte hier einfach mal. Und dann gehe ich den Müll rausbringen. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht mehr, weil vielleicht haben wir dann hier das Kapitel beendet. Oh ja. Das könnte jetzt einen Kopfmatsch geben. Oh oh. Ich will nicht Q drücken. Ich will wissen, was hier passiert. Warum stirbt er nicht? Vielleicht kann ich jetzt ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen. Okay, ja, natürlich. Geh mal dahin. Oh Gott, schnell, schnell, schnell. Fähigkeiten. Yes. Ja, kaputt machen kann ich es wenigstens. Ich kann nur keine Autos in Kisten transportieren, aber das kann ich. Oh. Oh Gott. Ah, ja. Ja, ein Klavier ist schwer. Okay, jetzt weiß ich auch langsam, warum das Spiel ab 18 ist. Ja. Mhm. Fein. Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Handwerker sturzbetrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme.